Ein Reiterhof in Hessen. Gut gelaunte Kinder, glückliche Pferde. So sieht es heute hier aus. Doch das war nicht immer so. Denn der Reiterhof sollte geschlossen werden. Der Grund? Die Ställe wurden vor Jahrzehnten ohne Genehmigung errichtet. Rechtlich waren alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Der Abriss drohte. Die Besitzer haben als letzte Möglichkeit eine Petition beim Hessischen Landtag eingereicht. Petition. Dieser Begriff stammt aus dem Lateinischen und bedeutet Bittschrift. Ortswechsel. Sitzung des Petitionsausschusses im Hessischen Landtag in Wiesbaden. Alle Mitglieder sind Abgeordnete der im Landtag vertretenen Fraktionen. Sie beraten und entscheiden über die Petitionen, also auch über das Anliegen des Reiterhofs. Oftmals machen sich die Mitglieder des Petitionsausschusses vor Ort ein Bild der Lage. Ja, herzlich willkommen zu unserem Ortstermin. So können die Petenten ihren Sachverhalt anschaulich darstellen. Über ganz Hessen verteilt finden immer wieder Bürgersprechstunden statt. Hier sind die Mitglieder des Petitionsausschusses ansprechbar, geben Auskunft und nehmen Petitionen entgegen. Im Hessischen Landtag in Wiesbaden werden anschließend die Petitionen bearbeitet. Das Petitionsrecht ist ein sehr hohes Gut unserer Rechtsordnung, von dem die Bürgerinnen und Bürger in Hessen Gebrauch machen sollten. Im Falle des Reiterhofs hat die Petition geholfen. Alle Seiten wollen nun prüfen, wie ein Bebauungsplan erstellt werden kann, damit hier auch in Zukunft weiter mit Pferden gearbeitet werden kann. Es lohnt sich also, eine Petition einzureichen. Die Kontaktdaten zum Petitionsausschuss finden Sie auf unserer Website. Wenn auch Sie eine Petition beim Hessischen Landtag einreichen wollen, dann finden Sie hier alle weiteren Informationen.